So, was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es weiter mit Road to Commander. Und wir sind mittlerweile Level 21 schon. Es wird nicht mal so lange dauern. Doch je mehr Level wir aufsteigen, desto länger dauert es, um ein neues Level aufzusteigen. In diesem Part wollen wir wieder ein paar Level aufsteigen, ein paar mehr Sachen freischalten, damit wir es im Laufe des Spiels einfacher haben. Und das Erste, was ich gerne machen will, ist erstmal andere Killstreaks reinmachen. Und, es scheint so, als hätten wir den Orbital-Satellit noch nicht, ne? Allerdings ist das nicht so schlimm, denn ich werde dieses Mal höhere Killstreaks nehmen. Auch wenn ich das meistens nur wage, wenn ich Orbital-Satellit habe, weil mit dem Orbital-Satellit ist es meistens ziemlich einfach. Wenn die Gegner haben, nicht da, aber meistens haben wir den ja. Und wir haben im letzten Part herausgefunden, dass die PDW eine sehr gute Waffe ist, was die meisten eigentlich wissen müssen, weil das Spiel schon seit 3 Jahren oder 2 Jahren draußen ist. Und das Erste, was wir tun werden, ist, wir werden uns erstmal ein neues Emblem erstellen. Und zwar würde ich das gerne, ganz gerne tun, muss ich sagen. Dazu würde ich das gerne die Ebene löschen. Das wird nicht lange dauern. Aber ich will auf jeden Fall diese Zeit kurz opfern. Und dieses Emblem bisschen, wie soll ich sagen, ne? Ihr wisst schon. Dieses Emblem ein bisschen verschönern. Und wer sich fragt, was diese zwei Kreise da sein sollen, das sind Arschbacken. Okay, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich meine, wieso nicht? Okay, so, Moment mal. Wir werden das beste Emblem EU haben. So, fertig. Nein, kleiner Spaß. Okay, warte. Ich bin nicht so der Artist, aber ich gebe mein Bestes. Wir werden die Farben übrigens davon ändern müssen. Und wir werden die Position dann ändern müssen. Das machen wir dann noch. Aber erstmal dürfen wir die Nippel nicht vergessen. So große Nippel. So, jetzt kopieren wir die Ebene. Wie geht das? Kopieren. Einfügen. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus, ne? So, jetzt würde ich gerne die Ebene, die Position ändern. Emblem verschieben, feste Größe, drehen, umdrehen, Konturen, Ebenenreihenfolge. Warte mal, das muss an erste Stelle kommen. Das muss, wisst ihr was, wir machen das auf jeden Fall rot. Damit wir ungefähr, so, oh, ich will das gar nicht verschieben. Das nervt immer über Team, Alter. Machen wir es so, damit wir es immer, ne? Okay, ich bin echt kein Artist. Mist, ich würde gerne, oh, so geht das, okay. Hab mich schon so ein bisschen gewundert. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? So, Moment mal. Wir müssten die Titties müssen wir, hä, wieso ist alles dasselbe? Oh mein Gott. Wisst ihr was, wir werden das mal alles bestätigen. Speichern erstmal und das ist mal verwenden. Die Leute werden da draußen schon wissen, was wir damit meinen. Dass wir sexuell aktiv sind, meinen wir natürlich damit. Und wir werden erstmal eine Runde frei für alle spielen. Für den Anfang des Road to Commanders, Part Nummer 6 müsste das sein. Und ich bedanke mich übrigens für den bisherigen Support, mit dem ihr mich auf dem Weg des Road to Commanders begleitet habt. Doch jetzt wird es mal Zeit, im Frei vor allem ein bisschen zu rapen. Und ich würde gerne auf Plaza spielen, weil diese Map sehr sexy ist. Und da wir sowieso so sexuell aktiv sind, ne? Ist das halt nun mal was Cooles. Ich würde auch gerne mal so eine Elsat probieren. Ich denke, das werde ich auch demnächst mal machen. Oder so eine Schrotflinte. Aber für eine Schrotflinte, da muss die Map passend sein. Und die ist es meistens nicht. Mal sehen, ob wir vielleicht mal, wie viele Leute spielen eigentlich? 833. Also man müsste eigentlich etwas finden. Eigentlich mit Sicherheit.
schätze mal, wenn ich, es wird Parts geben, da werde ich abends spielen. Jetzt spiele ich ja übrigens mittags. Wenn ich abends spiele, dann sind viel mehr Leute on. Und da kann ich auch gerne andere Spielmodi spielen. Aber ihr seht hier gerade, dass viele Leute gar nicht so viel spielen im Moment. Zum einen natürlich, weil die neuen Konsolen rausgekommen sind. Zum anderen gibt es nur neues Call of Duty. Und die Leute bevorzugen halt andere Sachen eher. Aber vielleicht haben wir Glück und vielleicht finden wir ein paar Leute, die reinjoinen werden und die wir mal wieder zerstören können. Und es scheint so, als würden Leute reinkommen. Und da wir nur 4 Spieler brauchen für Frei für alle, wird das kein Problem sein. Okay, ich überlege gerade, Slums oder Standoff. Beide sehr, sehr gute Maps. Aber wisst ihr, was ich über... Ja, ich entscheide mich lieber für Standoff. Gefällt mir so ein Tickchen mehr irgendwie. Obwohl ich Slums eigentlich sehr, sehr gut finde, aber... Ja, ne, muss ich schon sagen, dass mir das ein bisschen mehr gefällt. Wir werden wahrscheinlich mit der Swag 556 spielen. Oder soll ich mal die Elsat probieren? Ich weiß es gar nicht. Wir können auch gerne mal die Elsat probieren, so ein bisschen Abwechslung. Wenn ihr Lust drauf habt. Schade, dass ich nicht mit euch reden kann gerade. Weil das ein Livestream wird, das gehen. Und es sind mehr Leute reingejoint. Und wir werden wahrscheinlich mit der Elsat spielen. Einfach so zur Abwechslung. Vor allem muss ich auch eins gestehen. Und zwar habe ich mit der Elsat noch nie so richtig gespielt. Also wirklich noch nie. Jetzt ohne Scheiß noch nie. Ich habe mich noch nie für diese Art von Waffen interessiert. Diese leichten Maschinengewehre waren nie so meins. Und ja, wird Zeit, sich mal darauf vorzubereiten. Weil ich habe letztens einen gesehen, der war im Frei für alle extrem gut damit. Und ich dachte mir so, Alter Schwede, was für eine gute Waffe ist das denn so? Und er war wirklich extrem gut damit. Also diese Waffe scheint schon etwas Gutes hinter sich zu haben. Auch wenn die langsam halt reinzoomen. Das ist halt das Problem. Er kommt von da. Ja, gut, alles wird gut. Jeder ist mal auf Drogen. Natürlich. Okay, also das einzige Problem ist halt einfach, die zoomt halt so langsam. Also man muss sich halt vorbereiten darauf, dass jemand von überall kommen könnte. Genau das ist das Problem. Mit einer anderen Waffe hätte ich den 100%ig gekillt. 100 pro. Es ist komisch, es ist wirklich ex... Alter, der hat schon 7 Kills. Niemals. Niemals in seinem Leben hatte 7 Kills schon. Was? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, habe ich den noch bekommen. Er hat 8 Kills. Oh mein Gott, ich merke, für diese Waffe braucht man... Nee. Also ich glaube, mit dieser Waffe könnte ich nicht gewinnen. Zumindest im Moment nicht. Weil ich einfach so langsam reinzoome. Alter Schwede, ich will nicht verlieren, Alter. Ich schäme mich voll dafür. Ich habe jetzt geschossen die ganze Zeit einfach. Also wir können zwar noch aufholen eigentlich, aber ich brauche eine S-Mine, damit ich weiß, dass jemand von hier unten kommt, weil ich bin ziemlich unsicher gerade, muss ich ehrlich gestehen. Da kommt von rechts einer. Und von hinten wahrscheinlich. Und von überall eigentlich. Von wo? Ach, kein Plan. Ist mir auch scheißegal, jetzt um ehrlich zu sein. Ja, alles wird gut. Die landen mal drogen. Ja, am besten sind Dropshots damit, fällt mir gerade auf. Von da spawnen ziemlich viele immer. Aber da hat ein Sniper lang geschossen. Oder da kann man auch mal ganz gut reinzielen. Findet auch noch. Ja, scheint so, als wäre ich diesem Spiel ein bisschen zurückgeblieben. Ich versuche natürlich alles zu geben und zu gewinnen, natürlich wie immer. Aber ich gewinne ja auch meistens, das wisst ihr auch. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, wo solche Camper drin sind, die einfach im Moment eine bessere Waffe haben. Und natürlich dominieren. Weil ich nicht mit der besten Waffe spiele und nicht mit der aktivsten Waffe. Aber wisst ihr was, ich will mich auch gar nicht rausreden, weil ihr sowieso so viele Drogen zu euch nimmt. Und da kann ich euch das eh nicht erzählen, weil ihr mir nicht glaubt. Was? Mein Kill wurde entfernt. Nein, von hinten. Er führt immer mit 4 Kills. Was soll das? Shit, ah, ich spiele auch mit so hohen Abschussserien. Und dann mit dieser Waffe, in die Kombination mit dieser neuen Waffe, klappt das gar nicht. Vielleicht wenn... Oh, er führt mit 5. Das glaube ich jetzt nicht. Ernsthaft nicht. Das kann nicht wahr sein. Oh, hi. Sag doch, dass du bar bist. Bar bist. Oh, scheiße, Alter. Das klappt gar nicht gut. Das pisst mich schon wieder an, Alter. Ich will nicht verlieren. Ich hasse es zu verlieren, Alter. Nein. Hör auf, Kills zu machen, du Blödmann. Ich hasse es zu verlieren. Das ist das Schlimmste für mich. Ernsthaft. Das spawnen immer ziemlich gerne Leute. Alter Schwede, der nimmt Drogen. So viele sogar. Der kommt von da wahrscheinlich. Hier. Ja, der hat, die hören mich alle. Also auf meiner, auf der Karte natürlich. Jetzt kommt einer wieder von links. 100%ig. Nein! Feindliche Drohne nähert sich.
Auf jeden Fall, ja. Er kennt die Spawns wahrscheinlich nicht auswendig, der Pisser. Okay, ich leg mich nicht mit dem an. Ich suche mir erstmal ein anderes Opfer, um zu punkten. Und er führt immer noch mit 5 Kills. Und das macht mich wirklich so sauer, ne? Unglaublich, Alter. Nein. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ich kann nicht... Hab einfach genau das Falsche genommen. Genau das Falsche habe ich genommen. Pisst mich das an, der Wichser! Das ist so ein Penner, Alter! Oh, der hatte nur einen Vorteil. Ich hätte die kleinen Killstreaks mitnehmen sollen. Das waren genau die falschen Killstreaks für Frey für alle. Oh mein Gott, wie ich es verlieren hasse! Ein paar Leute denken jetzt wahrscheinlich, das ist nur ein Frey für alle, aber ich hasse es zu verlieren, Alter. Ich verliere eigentlich nie ein Frey für alle. So selten. Ernsthaft. Ich meine, der Typ spielt wahrscheinlich sein Leben lang schon Frey für alle. Vielleicht ist er sogar im Moment besser als ich. Aber ist er nicht eigentlich. Ist er nicht. Ernsthaft nicht. Erinnert mich bitte nächstes Mal dann, dass ich normale Killstreaks mitnehme für Frey für alle. Und das sind die besten, glaube ich, für Frey für... Ja. Weil Loadstar bringt es eigentlich nicht so. Nee. Loadstar für Frey für alle ist nicht so das Perfekte. Das Perfekte ist einfach Uplink. Okay, wenn er nochmal gewinnt, ist er besser als ich. Ich sehe es ein und alles ist gut, okay? Wenn er aber verliert, hat er nur Glück, okay? Mope roasted, Alter. Was ist das denn für ein, Alter? Soll er mal spielen lernen, ey? Ach, diese Spieler von heutzutage. Zum Glück seid ihr nicht so. Cool, ne? Aufladegerät, Akku-Auflade. Hier noch eins. Ersatzbatterien. PDW. Frei für alle. Los geht's, let's go. Obwohl PDW nicht so eine gute Entscheidung war, aber auch YOLO. Da ist er, da ist er. Ja, natürlich, da ist er. Hm, auf jeden Fall. Der ist so schnell wie der Blitz, Alter. Okay, es reicht mir, Alter. Achtung, was, er hat schon 4 Kills? Ja, er nimmt definitiv Drogen zu sich. Oh, da ist er. Da ist einer, da ist einer. Drohne steht bereit. Oh shit, Alter. Oh shit, Alter. Ah, da bist du ja mal prostet. Toasted. Der Toaster. Ich nenne ihn den Toaster höchstpersönlich. Na, was machst du denn da? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Und der Toaster, Alter. Ich hasse ihn so sehr. Oh, er wurde gekillt. Gut. Diese Gegend hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Die ist so ein bisschen, ne? Genau. Also ich kenne mich auf dieser Map zwar nicht so gut aus, in Frey für alle, aber YOLO. Stirb, du Toaster. Und du auch, du Sniper. Ich habe das Gefühl, dieser Ort ist hier sehr, sehr gut. Nehmen wir die Drohne. Wir haben noch genug Munition, aber ich lade trotzdem mal zur Sicherheit nach. Und da kommt jetzt einer. Nein, ich wusste es. Ich wusste, dass ich sterben werde. Und er führt wieder mit 3 Kills. Ich kann es nicht glauben, Alter. Dieser scheiß Toaster, Alter. Nein. Er führt immer. Ich habe das Gefühl, nein, ist er nicht, Alter. Der ist nicht besser als ich, ernsthaft nicht. Nein! Feindliche Drohne nähert sich.
Drohne erwartet Befehle. Dieser Typ, der killt mich aber immer, immer der! Nein! Nein! Ach man, Alter. Ich bin so verzweifelt gerade, Alter. Feindliche Drohne nähert sich. Dieser scheiß Mo-Poster! Natürlich steal mein Kill! Und kill mich gleich ab, gleich danach, Alter! Ich kann es nicht verstehen, ernsthaft nicht, Alter. Vielleicht sollte ich doch bei der Swag bleiben. Schluss mit der Geheimhaltung. Angriff! Diese Waffe bringt mir einfach so viel Pech, Alter. Abgeschossen. Ich weiß nicht, wie ich verlieren konnte. Und das zweimal hintereinander. Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin echt kein guter Verlierer, Alter. Ernsthaft nicht. Ja, mein Tag ist kaputt, Alter. Es macht echt keinen Spaß so, Alter. Ich sollte mehr spielen, Alter. Ich bin so schlecht geworden. Drohne nähert sich. Erschütterungsgranate geworfen. Natürlich, Camp, da warte auf mich. Er wartet spezifisch auf mich, Alter. Als wäre ich so ein Schwerverbrecher, wartet auf mich. Ich sollte mehr spielen, Alter. Ich sollte viel mehr spielen. Blitzschlag erwartet Koordinaten. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Jetzt habe ich natürlich die alten Killstreaks wieder bei. Natürlich. Jeder nimmt mal Drogen. Immer, Alter. Immer passiert mir sowas. Immer. Kein nichts mehr unter Kontrolle. Ernsthaft nicht. Hab natürlich den Tarnhelikopter ganz genau falsch platziert. So, dass ich mit dem keine Kills bekommen werde. Wow. Mein Tarnhelikopter macht Kills. Ich bin jetzt der erste im Road to Commander. Und der Tarnhelikopter macht wirklich eigentlich immer ziemlich viele Kills. Wow, Alter. Irgendwie bin ich jetzt glücklich. Wow. Na, trotzdem macht es nicht das, diese Niederlage wieder weg. Ich bin eigentlich so gut in Five for alle, ne? Ich kann es nicht verstehen, ernsthaft nicht. Ich
bitte auch um Entschuldigung. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie... Doch, eigentlich schon. Ich schäme mich schon dafür. Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Die spawnen irgendwie alle so verteilt. So alle Scheiße, Alter. Keine Ahnung, was los ist. Aber die Connection ist ziemlich gut, die sie spielen. Die kommen definitiv hier lang. Oder die campen dort. Aber das ist nicht so schlimm. Weil mein Tarnili macht alles. Ich sollte mich lieber dahin begeben langsam. Obwohl die Gegner sowieso dahinter nicht wieder spawnen. Spawnen, genau. Ja, auf jeden Fall. Wo sind die denn alle? Irgendwie finde ich gar keinen mehr. Mann, schlafe ich gleich ein, Alter. Blitzschlag in Bereitschaft. Headshot für eine neue Tarnung. Ich, cancel erstmal den Blitzschlag. Wie viele Leute spielen eigentlich noch? Viele, Alter. Nur warte, ich muss kurz auf der Map gucken, wo die alle sind. So, hier wahrscheinlich so. Wehe, jetzt sehe ich hier Leute spawnen, Alter. Ja, natürlich spawnen die wieder hier jetzt. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Nachladen. Tarnhelikopter erwartet Befehle. Ziel erledigt. Platziert den mal jetzt da. Und wir haben übel dominant gewonnen. Schaut euch das mal an. 21 Kills haben die Gegner nur. Ich hebe jetzt mal seine Waffe auf. Weil ich nicht mehr so viel Munition habe. Drohne steht bereit. Oh shit, da ist er. Er ist da. Drohne nähert sich. War dumm, war dumm. Er hat das schon drauf gezielt und dann komme ich noch angelaufen, Alter, so nach dem Motto, bitte kill mich. Fernlenkladung unterwegs. Oh, wir haben es geschafft. Schön war das nicht, aber ihr habt es erledigt. Gut so. Übrigens, ich liebe Lachs. Mhm. Auf jeden Fall ein guter Kill, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Klatscht alle für seinen Kill. 15er KD, das wird mir weiter aushelfen. Hm. War es das für heute? Ein Spiel noch. Hm. Ich liebe die SWAT einfach. Beste Waffe ever, meiner Meinung nach. Oh, cool. Wo ist eigentlich dieses grüne Visier, dieses leuchtende? Was die mal haben. Das ist ein Map-Pack, kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Okay, ein neues Spiel auf Standoff. Ja, das Ding ist, ich könnte jetzt den Lodestar nehmen, aber ich bin ganz ehrlich, Leute, ganz, ganz ehrlich, ne? Ich nehme den Lodestar extrem ungern. Ich nehme ihn einfach extrem ungern, weil, naja, das Einzige, was man tut, ist einfach irgendwie sich irgendwo hinlegen und die ganzen Kills abzustauben. Und da ein Team-Deathmatch sowieso nicht so lange geht. Ich aber trotzdem davon ausgehe, dass ich einen Lodestar bekommen würde. Aber das Spiel wäre dann sofort wieder vorbei und irgendwie... Keine Gefangenen machen. Ist Lodestar, finde ich, besser in so Herrschaftsspielen, so längeren Spielen. Oder auch in Abschluss bestätigt. Wo Kills nicht so eine große Rolle spielen, sondern andere Sachen. Wie zum Beispiel Sachen, wo man die mal aufpicken muss. Oder keine Ahnung. Ja, guter Kill. Auf jeden Fall Respekt, Digga. Du bist echt ein Naturtalent. Und da Kills hier so eine große Rolle spielen und, ja, auf jeden Fall eine coole Sniper, ne? Respekt, Alter! Tada! Gut. Ja, aber ich auch. Ich bin so dumm, Alter. Nein! Mit Scheiß... OP-Waffe, Alter.
Kontrolle. Was? Scharfschütze ausgeschaltet. Was? Wir haben die Führung übernommen. Manchmal wollen die nicht sterben, Alter. Was? Was macht der da? Er campt die ganze Zeit. Okay, ihr könnt mich auch Danny Burnish Aiming nennen, wenn ihr Lust habt. Shit, Alter. Komm, Teammates, wir müssen gewinnen. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Vielen Dank für den feinen Kill. Kannst du immer wieder gerne tun. Unglaublich, den hätte ich nicht erwartet jetzt. 9 zu 7, so schlecht mal wieder. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein! Du Penner! Ich kann nicht spielen, Alter, so. Feindlicher Tarnhelikopter unterwegs. Was? Tarnheli, was noch? Hast du noch irgendwelche Wünsche? Feindliche Vorräte unterwegs. Campst du jetzt wieder da? Nee, tut er nicht. Wow, hier läuft mal keiner lang. Ernsthaft nicht? Ah, von hinten wahrscheinlich. Von da wahrscheinlich kommen die. Ah, oder von hier. Was? Achtung, feindlicher Todbringer läuft gerade. Kann denn keiner runterschießen aus meinem Team? Achtung, feindlicher Orbitalsatellit. Nein! Nur nicht das! Nein, nicht! Nur nicht das! Alles! Tani, Loadstar! Aber nicht Orbital! Teammates! Wieso verkackt ihr so? Darunter leide ich! 17 zu 0! Wer? Spooky, der Camper! Kopfgranate geht auf! Ja, Camper, Alter! Achtung, feindliche Drohne näher! Ich will ihn unbedingt killen! 17! 19 zu 0! Tut mir leid, echt, tut mir echt leid, Alter! Nein! Ja, er ist tot! Camper war. Es ist, keine Ahnung, Alter. Meine Teammates, hier, ich sag euch gleich mal den Score zum Schluss. Kein Plan, mir fehlen echt die Worte jetzt gerade. Mir fehlen sowas von die Worte. Mission gescheitert. Das muss nächstes Mal besser laufen. Ach man, Alter. Okay, Leute. Es war eine wirklich krasse Folge heute. Wo wir zweimal hintereinander gegen denselben einen Frei für alle verloren haben. Und jetzt haben wir schon wieder eine 11er KD haben lassen. Und nur weil meine Teammates die ganze Zeit gestorben sind und die einen Orbitalsatellit bekommen haben. Okay, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass die nächsten Folgen auf jeden Fall besser laufen werden.
Denn das war wirklich ziemlich fail, muss ich sagen. Und ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen, bewerte das Video mit einem Daumen nach oben. Und abonniere jetzt meinen Kanal, um ein Snickers Eis Crew-Member zu werden. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao. Ich weiß wie. Oha. Lass uns nochmal sterben, okay? Lass uns nochmal sterben. Okay. Komm her. Ich zeig dir wie. Bestimmt klappt es so. Ich weiß nicht, glaubst du, mein Portal geht durch deins? Also wenn ich jetzt Pass auf. Ich mach ein Portal.